Letztens warnte der französische Wetterdienst vor dem Sturm Chiara. In Deutschland wütete Stunden später Sabine. Gleich zwei Stürme in so kurzem Abstand? Nein, es handelte sich natürlich um ein und denselben Sturm. Nur trägt er in Deutschland und in Frankreich nicht denselben Namen. Und so kam es dazu. Früher wurden Wetterereignisse nach dem Tag benannt, an dem sie auftauchten. So erhielt zum Beispiel die Burchardi-Flut von 1634 ihren Namen von dem heiligen Burkhard. Meist hatten die Stürme gar keinen Namen. Im Zweiten Weltkrieg beginnt der amerikanische Wetterdienst, Taifune im Pazifik zu benennen. Das Ziel? Die komplexen Wetterphänomene voneinander unterscheiden und sie dem Volk näher bringen. Man fängt mit A im Januar an und benennt die weiteren Stürme des Jahres in alphabetischer Reihenfolge. 1954 greift das Institut für Meteorologie in West-Berlin die Idee auf und beginnt, alle Hochs und Tiefs in Mitteleuropa mit einem Namen zu versehen. Männliche Vornamen für Hochdruckgebiete, die eher schönes Wetter bringen, weibliche für Tiefs mit wolkigem, meist schlechtem Wetter. Jahrzehntelang verwenden die Meteorologen diese Namen nur intern. Als im Jahr 1990 ungewöhnlich viele Stürme über Deutschland hinwegfegen, tauchen sie dann erstmals in den Wettervorhersagen des deutschen Fernsehens auf. Und auch andere Länder, die von den Stürmen betroffen sind, übernehmen die Namen aus Berlin. Bald melden sich die Feministinnen zu Wort. Warum haben Tiefs eigentlich immer weibliche Namen und Hochs nur männliche? Seit 1998 wird einfach abgewechselt. In ungeraden Jahren bekommen Tiefs männliche und Hochs weibliche Namen. In geraden Jahren ist es umgekehrt. Im Jahr 2002 haben die Berliner Meteorologen dann eine geniale Idee. Jeder soll nun Namen für ein Hoch oder Tief vorschlagen können. Gegen eine Spende an das Uni-Institut. Die Aktion hat bald so großen Erfolg, dass inzwischen alle Hochs und Tiefs in Deutschland einen Namensvetter haben. Konkret geht das so. Man stellt einen Antrag mit seinem Vorschlag. Ist der Name nicht allzu skurril und der Buchstabe noch frei, wird der nächste Sturm so benannt. Sie können sich vorstellen, dass Sie mit Ihrem Vorschlag nicht allein sind. So kann es gut sein, dass Sie erstmal auf der Warteliste landen. Zum Glück gibt es meist genügend Stürme im Jahr und Sie kommen etwas später dran. Bis 2016 wurden die Berliner Namen von allen Ländern Europas bis auf Skandinavien verwendet. Dann sonderten sich zunächst England und Irland ab, um ihre eigene Namensliste zu erstellen. Seit 2017 haben Frankreich, Spanien, Portugal und Belgien auch ein eigenes Namenssystem für Hochs und Tiefs im Mittelmeerraum. Und so kommt es, dass ein und derselbe Sturm in Frankreich Chiara und in Deutschland Sabine heißt. Ein heilloses Durcheinander. Das fanden auch unsere Freunde in Brüssel. Sie arbeiten inzwischen an einer einzigen Namensliste für ganz Europa. Aber die lässt, wie so vieles in der EU, auf sich warten. Und jetzt eine gute Nachricht für unsere französischen Freunde. Auch sie können mitmachen und ihren eigenen Namen oder den ihrer Großtante oder ihres Hundes vorschlagen. Denn man muss nicht in Deutschland wohnen oder einen deutschen Pass haben, um Wetterpate zu werden. Das nächste Sturmtief in Deutschland kann also durchaus Marie-Antoinette oder Jean-Paul heißen. Wie viel sie das kostet? Nun, ganz billig ist es nicht. 2023 kostete ein Tief 260 Euro und ein Hoch sogar 390, denn es kommt viel seltener vor. Im Durchschnitt gibt es davon in Europa etwa 50 pro Jahr, gegen 150 Stürme.